Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Beyond Two Souls. Genau, wir haben noch die Entscheidungsmöglichkeiten. Ja, die wenigsten haben noch Dawkins gefragt. Ja gut, ich wollte es eigentlich noch machen, war dann leider nicht mehr möglich. Fast alle, die wenigsten haben nicht nach Dawkins gefragt. So, fast alle haben die Wache abgelenkt mit dem Verteilerkasten. Ja, und auch drei Viertel sogar fast den Loras Leiden beendet. Hälfte hat nicht nach dem Vater gefragt. Zell mit Eiden erkundet, zumindest mal eine. Und ja, Medaillon genommen. Fast alle wieder. Okay, das war das. Weiter geht's. Offensichtlich weiß Karzistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Claytons Team geht mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Viel Glück. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Schön, dich zu sehen. Fick dich, Ryan. Bist du immer noch sauer? Glaubst du echt, du kannst hier einfach ankommen und dich benehmen, als wäre nichts passiert? Jody, ich... Sag nichts, dann lügst du auch nicht. Gut. Ich finde das sehr ermüdend. Wenn sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als sie zu töten. Natürlich töte ich sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Aiden. Wo bist du? Es ist alles komplett verlassen! Sind wir hier richtig?
Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Okay, dann schauen wir mal. So, können wir noch weiter? Da ist ein Haus dort hinten! Ich seh's! Dann los! Kann ich nochmal wechseln? Ja. Gut, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter vorne. Die Hütte direkt vorne dran, da ist dann wohl noch ein versteckter Boden, wenn ich es richtig gesehen habe. So weit war es gar nicht. Komme ich da jetzt nicht hin? Das ist etwas unbefriedigend. Ja, ich schaue mal tatsächlich kurz nach. Moment. So, ich habe mal gerade geguckt. Also, ich habe jetzt da drin tatsächlich ist das Ding. Angeblich soll es funktionieren, wenn man das auf normal stellt und dann kann man wohl einen frei bewegen. Ja, okay. Interessant. Wenn so, hätte ich mir halt per Dings nachgegeben. Gut, aber das war tatsächlich der letzte aufsammelbare Bonus. Dann stellen wir es wieder zurück. Einfach, dass ich mehr Zeit für die Quicktime-Events habe. Die lassen hier mich erstaunlich gut machen auf dem, der Schwierigkeit gerade. Auf der Schwierigkeit. Von daher möchte ich das dann ganz gerne beibehalten. So, okay. Gut zu wissen. Das hat jetzt auch 10 Minuten Google-Suche gebraucht. Verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf! Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage. Wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey! Bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn's sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. Okay, dann können wir da einmal helfen. Da. Hey, du verdammtes Genie. Gib mir 5, Vince. Siehst du das, Jody? Ja. Ja. Ganz toll, Jungs. So, etwas besser. Dann
Können wir mit dir noch reden eigentlich? Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Du bist noch sauer auf mich, ja? Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Naja. So, immerhin. Schauen wir mal gerade, was draußen abgeht. Ich muss dringend pinkeln. Geh nicht zu weit, okay? Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Ja, ich denke, das könnte ja funktionieren. Aber wahrscheinlich hätten wir jetzt auch mit Aiden hier rein können, ne? Ja, okay, alles klar. Gut. Okay, das ist nicht gut. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein. Nein, ich glaube nicht. Und los. Gut, suchen wir das mal. Ja, zum Glück haben sie ganz gut sichtbare Spuren hinterlassen hier. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Alles klar, doch gerne. Oha. U-Boote. Soldaten. Sie laden Kisten ein in U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und sie nutzen die U-Boote für den Transport. Wie viele Soldaten? Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Okay. Aiden, kümmere dich darum. Dann tun wir das doch mal.
gucken, wie lange wir hier dann. Mit dem durchkommen. Überraschung. Na gut, da kommen wir erstmal nicht rum, aber vielleicht können wir da hinten irgendwas regeln. Hier sind noch eine ganze Menge Soldaten, ne? Oder? Es waren noch mehr als drei Soldaten. Fuck, Nick! Sorry. Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? Ich würde sagen, ab ins U-Boot und runter, ne? Okay, was genau soll das hier werden? Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Ich gehe mit dir. Was ist mit uns? Zwei sind. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Sobald wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl, Nick! Gib mir den Sprengstoff. Dir ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Ja. Ja, das war mir völlig klar. Gut, dann mal ab auf Tauchstation. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Sonst können wir das selber steuern, okay. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Es geht, wir haben ja die Lichter am Boden. Das hilft. So, haben wir da was? Nur ein Stückchen. Wie mir scheint. Sehr gut. Ups. Ich hoffe, er will keine Antwort.
Ja, das passt schon. So, auch hier wieder wunderbarer Platz, um die Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.